herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zum nächsten Lidschattenpaletten-Swatch. Und ich habe jetzt mal wieder eine Palette von Action. Genau, das, es gibt ja oft genug diese kleinen von Fab Factory. Das ist diesmal die Elegant Beauty Nine Color Complete Eyeshadow Palette. Die hatte ich mir eigentlich mitgenommen, um sie irgendwie zu verschenken oder so. Aber irgendwie hatte ich... Habe ich hier Flecken oder was? Nee. Hat die mich angesprochen. Die hat mich angesprochen, die hat mich angelacht. Und ich habe gedacht, weißt du was, dann behalte sie selber. Habe ich sie ausgepackt und selber behalten. So. Weil ich finde die Paletten von Action richtig gut. So, die hat so einen kleinen, ja, den Pinsel, den lassen wir jetzt mal hier Pinsel sein. Er hat auf jeden Fall einen großen Spiegel auch drin, der sehr rein ist. Oh, guck mal, wie ich aussehe. Und so setze ich mich hier hin. Ich bin ja ein Ferkel. Hier ist ja lila. Sich ja aus, als ob ich einen aufs Auge gekriegt hätte. Ja, wir können uns doch helfen, ne? Wir machen hier ein bisschen Foundation drauf und auf der anderen Seite auch ein bisschen Foundation. Weil ihr wisst ja, das ist ein kleiner, eine kleine Palette, da sind wir ja eh schnell mit durch. Und deswegen setzen wir uns jetzt einfach hier ein bisschen hin, damit wir das... Oh, dieser Brummer. Dieser Fliege macht mich kirre. So, ich glaube, das sieht dann doch ein bisschen besser aus, ne? Willkommen bei der unprofessionellen Seite von Stefanie B. So sieht sie von innen aus. So sieht sie von innen aus. Neun Farben hat sie. Und ich würde sagen, wir swatchen sie jetzt mal so lustig hier. So, erstmal 1, 2, 3, sie haben keine Namen, namenlos, aber die ersten drei schon mal. Gucken wir mal, wie die aussehen. Ja, Ocker. Naja, also Ocker ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsfarbe, muss ich ja echt mal gestehen. Das ist ja genau wie Beige. Beige ist doch keine Farbe. Ocker, Beige, naja. Haben wir mal die ersten drei, ne? Die konnten ja schon mal was, auf jeden Fall. Machen wir mal die nächsten drei. Irgendwie ist Gelb bei mir im Moment sehr präsent, ich weiß auch nicht warum. So, also das ist hier auch wieder so ein, ich glaube, eher so ein Topper. Oh. Mal wieder ein Duo-Krümchen hier, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob der alleine Sinn macht, ob er alleine funktioniert. Kann man mal ausprobieren. Könnte aber auch nur Topper sein. Das Gelb verschwindet so ein bisschen, ne? Ja, das Gelb ist so ein bisschen... Okay, da habe ich schon andere Gelb gehabt, die mehr Kabam gemacht haben. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine schöne Settingfarbe drin. Das finde ich immer ganz gut, wenn das schon in der Palette drin ist. Dann brauchst du nicht extra noch irgendwie ja, ein Setting-Tönchen mitschleppen, ne? So, hier haben wir dann die letzten drei. Der knallt jetzt natürlich nochmal richtig. Settingfarbe passt super. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? Und braun. Ja, das ist ein sehr dunkles Braun. Es, ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich aus der Palette rausholen werde. Schauen wir mal. Ist immer, jede Palette hat so ihre Herausforderung. Also den brauche ich jetzt nicht, den behalte ich. Oder obwohl, komm, den behalten wir mal. Wer weiß, wofür es gut ist. Einfach mal, ne? Damit kann man auch schön die drauf pressen. Ja, sie sieht unspektakulär aus. Mal gucken, ob ich was Spektakuläres daraus zaubern kann. Was sagst du dazu, du im Spiegel? Ja, ich denke. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist die Lidschattenpalette Fab Factory Elegant Beauty. Ja, da machen wir uns morgen mal dran und dann schauen wir mal, wie sie aussieht. Weil ich weiß ja, dass viele von euch auch die Lidschattenpaletten von Action kaufen und dann auch mal sehen wollen, wie funktionieren sie einfach auf dem Auge. Freue ich mich drauf. Schauen wir mal, was ich so aus der raushole. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt gesund und dann schaltet doch morgen wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was ich aus der Palette rausgeholt habe. Ich bin auch gespannt. Also, bis dann. Tschüss.